Made in Germany, das ist wieder mal das Thema in unserem dritten Teil der kleinen Miniserie und zwar hauptsächlich Werkzeug. Aber heute haben wir auch ein Pott Farbe hier stehen, Herr Leser. Ne? Gehört auch dazu zum Handwerk. Ne? Denn wir haben uns wieder fleißig Gedanken gemacht, was wir hier so in der Werkstatt haben und was tatsächlich Made in Germany ist. Also nicht nur Marken, die aus Deutschland kommen, sondern auch Marken, die nach wie vor Produkte haben, die wirklich in Deutschland hergestellt sind. Und Herr Leser, Sie haben da so eine schöne Liste. Genau. Da fangen Sie doch mal an. Fangen wir an hier mit den roten Kandidaten, mit Flex. Bei dem Namen Flex denken wahrscheinlich die meisten von euch an sowas hier. Einen klassischen Winkelschleifer. Und wir ertappen uns selber immer, dass wir zu sowas Flex sagen. Aber nur die Flex von Flex heißt wirklich so. Aber dass der Name Flex geradezu als Synonym für Winkelschleifer steht, kommt ja auch nicht von ungefähr. Denn gegründet wurde das Unternehmen 1922 von den Herren Ackermann und Schmidt. Und es hieß auch Ackermann und Schmidt, aber die beiden Herren haben sich Gedanken gemacht, wie man einen Schleifer mit einer biegsamen Welle konstruieren kann, zur Erleichterung der Arbeit hier und da. Mhm. Den ersten wirklich hochtourigen Winkelschleifer hat man 1954 auf den Markt gebracht. Der hatte die schöne Typenbezeichnung DL9. Ich meine, der hieß noch nicht Flex. Nee, das kam erst später. Also in der ganzen Phase hieß es alles noch, immer noch Ackermann und Schmidt und erst 1996 wurde aus Ackermann und Schmidt halt jetzt Flex. Und das ist ja heute immer noch der Begriff und der Firmenname, das, was man auf den Produkten halt immer sieht. Ne? Wir haben euch ja auch schon mal die Poliermaschinen von Flex gezeigt. Die Kollegen waren nämlich mal hier zu Gast in der Werkstatt und haben dir dein schönes weißes Auto poliert, ne? Genau, beziehungsweise mal gezeigt, wie das funktioniert. Und da haben wir ja auch gewisse Poliermaschinen benutzt, einmal so Rotationsmaschinen und Exzenter und halt diesen kleinen Spot Repair. Und hier halt 2018 kamen die halt, sind die halt angefangen mit auch mit akkubetriebenen Poliermaschinen. Lange Zeit vorher hat sich natürlich auch Flex schon auf das ganze Thema sehr, sehr stark fokussiert und spezialisiert auf das ganze Polieren. Und ja genau, seit 2018 halt dann mit Akku und ein Jahr später, 2019, kam dann dieser kleine Spot Repair, den wir auch in dem Video auch stark benutzt haben. Und der bloße Unterschied bei den zwei Maschinen ist, dass die große Maschine hier wirklich tatsächlich noch made in Germany ist und der kleine ist zugezogen. Ja, der kommt aus Fernost, wie auch zum Beispiel die Akkuschrauber. Haben wir euch auch schon mal gezeigt, haben wir auch ein Viergangmodell hier in der Redaktion. Und das haben wir auch im Akkuschrauberquartett. Und da hat der Bursche auch gar nicht so schlecht abgeschnitten. War im Speedtest auch relativ weit vorne, ist aber auch ein Viergangschrauber, muss man dazu sagen. Und ja, wenn du irgendwo bei einem Autoaufbereiter oder bei einem Lackierer bist, dann wirst du Festool sehen oder du wirst auch Flex sehen. Ne? Ja. Wobei meines Wissens nach Festool noch keine Poliermaschine mit Akku hat. Und nach dem letzten Video, wo wir diese Akkupoliermaschinen gezeigt haben, kamen auch vermehrt Nachrichten von euch über Instagram mit euren Erfahrungen mit diesen Akkupoliermaschinen. Es gab Leute, die fanden das super. Dann gab es aber auch ein paar, die sagten, dass ihnen die Ausdauer noch fehlt. Aber wir haben da derzeit 5 Amperestunden. Und wenn man mal überlegt, wie die Entwicklung da weitergeht und dass man am Markt ja auch schon Akkus hat mit 10 Amperestunden oder 12 Amperestunden, könnte das vielleicht auch eine Sache sein, wo ich sage, okay, das hat auf jeden Fall Zukunft. Weil es ist natürlich ja, viel handlicher. Ne? Du brauchst kein Kabel mit rumschleifen. Aber auf jeden Fall musst du Akkus wechseln. Das ja, weil das Kabel sagt, also Delia war ja die Kollegin, die uns das ja alles ein bisschen erzählt hat. Und der Nachteil bei dem Kabel ist teilweise noch, dass du immer sehr, sehr sorgfältig mit dem Kabel umgehen musst. Weil wenn du das schon poliert hast und das Kabel dann nochmal darüber ziehst, kann das natürlich in dem schlimmsten Fall, also jetzt nicht Kratzer, eventuell das auch, aber du siehst halt einfach, dass das wieder schlieren, musst genau, du nochmal drüber gehen. Und deswegen sagt sie, ist das mit dem Akku eigentlich noch ja, weitaus schöner, also handlicher ist mir diese ganze logistische Arbeit fällt halt weg und das Ergebnis ist dadurch halt auch besser. Aber eine Sache, die wir auch noch nicht erwähnt haben, wo Flex halt auch wirklich stark ja, vorgearbeitet hat, war halt auch in dem Bereich Langhaltschleifer, also Giraffe. Trockenbauschleifer, ne? Genau, und jeder sagt auch zu immer Giraffe dazu, ob das jetzt Festool ist oder irgendein Baumarktding ist. Aber der eigentliche Begriff Giraffe gehört halt zu Firma Flex. Ne? Und das haben die halt schon 97 halt auf den Markt gebracht. Natürlich da auch noch nicht Akku, was jetzt, glaube ich, Festool dieses Jahr gebracht hat mit so einem Akku, mit so einer schönen Rundumleuchte etc. Und da sind die halt auch wirklich damit gestartet. Ne? Es gibt Leute, die nennen mich Giraffe. Was, weil du so groß bist? Weiß ich nicht. Für das nächste Unternehmen begeben wir uns mal wieder so in den Speckgürtel der deutschen Werkzeugindustrie. Aber da gibt es nicht nur die klassischen Werkzeughersteller, sondern es gibt auch Unternehmen wie Coroplast, die
Isolierband herstellen. Aber Grundlage für dieses Isolierband ist der Kunststoff Polyvinylchlorid oder auch bekannter als PVC. Und was man vielleicht gar nicht glauben mag, ist, dass PVC schon in den 30er Jahren im Prinzip eingeführt wurde in der Industrie. Die Firma Coroplast wurde aber bereits 1928 noch unter dem damaligen Namen Fritz Müller Elektroisolationsmaterial gegründet. Und was hat man gemacht? Man hatte natürlich auch damals schon die Notwendigkeit, dass man elektrische Leiter zum Beispiel aus Kupfer irgendwie isoliert. Denn wenn du zwei Leiter aus Kupfer ohne Isolierung irgendwo installierst, dann hast du ein schönes Feuerwerk. Aber nicht unbedingt Erfolg. Und die Kunststoffverarbeitung war natürlich doch damals in den Kinderschuhen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich noch Stromkabel irgendwo in Altbauten gesehen habe, die so textil ummantelt waren. Teilweise war das dann auch Lack getränkt. Und so in dem Bereich hat sich die heutige Firma Coroplast auch damals schon betätigt. Man hat damals auch schon relativ schnell im Fahrzeugbau Fuß gefasst. Und wer sich mit Kfz auskennt, der weiß natürlich, dass ein Elektrokabelbaum dort eine nicht untergeordnete Rolle spielt. Man hat dort dann auch wirklich Zulieferer, die dann den Autoherstellern diese Kabelbäume für das Modell vorkonfektioniert ans Band liefern. Und so ein Kabelbaum, der kann schon mal etliche Kilometer lang sein. Obwohl natürlich im heutigen Zeitalter die Kabelmenge wieder ein bisschen zurückgeht, weil heute viel über Datenbus geht. Das heißt, da kann schon viel Kabel gespart werden. Aber wo wirklich Strom übertragen wird, ist natürlich immer noch der Kabelbaum das Mittel der Wahl. Und wie gut ein guter Kabelbaum ist, das können zum Beispiel auch einige Eigner von Mercedes W140 zum Beispiel sagen, wo nämlich irgendwann sich die Ummantelung des Kabelbaums aufgelöst hat und der Kabelbaum sich quasi pulverisiert und dann wird das ein oder andere Steuergerät zerschossen und da entstehen teure Folgeschäden. Der Markenname Coroplast wurde dann 1948 eingeführt. Was ich nett finde, ist, dass das Logo im Prinzip immer noch sehr klassisch aussieht. Und ein weiterer Meilenstein in der Unternehmenshistorie von Coroplast war auch die Einführung des lösemittelfreien Acrylatklebstoffs, der auch heute noch auf den Klebebändern ist. Und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis. Heute ist Coroplast immer noch ein Zulieferer für die Automobilindustrie, für komplette Kabelbäume. Aber dieses Isolierband ist nach wie vor sehr beliebt bei Elektrikern. War übrigens auch ein Zuschauerhinweis. Denn einige Elektriker von euch arbeiten hier wohl mit dem Coroplast. Und ich weiß auch selber, dass es das wirklich schon sehr lange gibt. Und für mich zeichnet ein gutes Isolierband aus, dass man es gut abziehen kann, dass es nicht irgendwo kleben bleibt oder reißt und dass man es dann trotzdem irgendwo drumwickeln kann und dann schön einfach abziehen kann. Und es bleibt auch nachhaltig kleben. Wer mal billiges Isolierband benutzt hat, der schmeißt das relativ schnell weg und kauft sich was Vernünftiges. Und mit Coroplast haben wir auch im Prinzip eine kleine Brücke zu unserem Made in Germany Teil 1. Da haben wir euch nämlich Yokari gezeigt. Und während die Kollegen von Coroplast sich darum gekümmert haben, dass die Kabel isoliert werden, haben sich die Kollegen von Yokari aus dem Nachbarörtchen Ascheberg darum gekümmert, Sachen zu erfinden, die die Isolierung wieder vom Kabel entfernen. Nächste Marke hier im Bunde Made in Germany ist die Firma Caveco und die machen schöne Schreibgeräte. Nicht nur Füllfederhalter, sondern auch so schöne Kugelschreiber. Mittlerweile, wo der Ursprung ja bei Füllfederhalter war. Ne? Ja, oder auch hier Druckbleistifte. Hier, da hast du mit letzte Zeit öfter mal in der Werkstatt geschrieben. Genau. Und das ist aber nicht das Ursprungsmodell von Caveco, sondern die Ursprünge gehen zurück auf das Jahr 1883. Da hat man schon angefangen. 1889 gab es dann eine Übernahme durch die Herren Koch und Weber, wo wir vielleicht schon dachten, daraus leitet sich der Name Caveco ab, konnten wir aber nicht irgendwie feststellen. Aber Schwarmintelligenzmodus an. Vielleicht gibt es ja unter euch Zuschauer, die uns da aufklären können, wie der Name Caveco wirklich entstanden ist. Auf jeden Fall lief das Geschäft wohl ganz gut. Man hat also Füllfederhalter gebaut. Die waren natürlich damals populär, denn den Kugelschreiber gab es ja noch gar nicht. Aber ein Füllfederhalter steht und fällt natürlich mit der Feder. Und da hat man bei Caveco extra Federn für Füllfederhalter aus New York importiert. Die waren vergoldet. Und irgendwann hat man gesagt, naja, wir kaufen auch das ganze Unternehmen in New York und schaffen die ganzen Maschinen rüber und machen das hier in Germany. Und 1911 hat man sich dann gedacht, wir brauchen ein schönes Schreibgerät, was möglichst kompakt ist, was zum Beispiel für Offiziere im Feld, im Krieg,
ne, oder an der Front sinnvoll einsetzbar ist und nicht so viel Platz wegnimmt und robust ist. Und da hat man also dieses Sportmodell von der Form etabliert. Und wenn man sich diese Form anguckt, finde ich, hat das was Klassisches, aber auch was Modernes. Auf jeden Fall absolut zeitlos. Und es gibt es mittlerweile in verschiedensten Varianten. Zum Beispiel das, wenn du den in die Hand nimmst, der ist ein Wopper, ne? Ja. Das ist massives Messing. Dieses ist beispielsweise Alu. Dann gibt es auch was aus Kunststoff oder so Bakelit-ähnlich. Oder auch so eine moderne Version mit Aluminium und echtem Carbon. Die Geräte sind dann auch schon etwas hochpreisiger. Den günstigsten Carveco, den ich hier gekauft habe, der lag so um die 20 Euro. Ich glaube, dieses Modell lag dann schon so um die 80 Euro, ja. 90 Euro. Und die Markentradition sieht man auch hier an dieser schönen Blechschachtel oder Blechschatulle. Denn das ist das alte Carveco-Logo. Hier haben wir einen Füllfederhalter, obwohl wir keinen Füllfederhalter drin hatten. Aber interessant ist auch, dass schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg 1921 das Unternehmen wiederum 600 Mitarbeiter hatte und 130.000 Füllfederhalter im Jahr produziert hat. Also ein bisschen Geschichte kauft man mit und es ist nach wie vor made in Germany und ich muss sagen, ich war ja so ein bisschen auch hier Rotring-Fraktion, wobei die Rotring nicht mehr in Deutschland gefertigt werden, sondern mittlerweile, so sagt mir Zuschauer, aus Japan kommen, zumindest teilweise. Und ich habe mich so ein bisschen in den hier verliebt. Der hat auch so ein bisschen Vintage-Use-Design, der sieht so ein bisschen gebraucht aus, der kommt aber so quasi nagelneu aus der Schatulle. Carveco AL für Aluminium und Sport. Für das Sportmodell. Genau. Und ist auch ganz nett, du kannst hier als Zubehör hier diese Klipse kaufen, dann kannst du das auch irgendwo dir noch ans Revers heften oder an die Tasche oder wo auch immer. Der wird aber komplett so geliefert und auch das, finde ich, hat was. Ne? Auf jeden Fall. Vor allen Dingen kriegt er ja so ein bisschen Patina und auch hier ist es eingraviert, hier steht Carveco Brass, Sport und dann auch Germany. Ist ein schönes Schreibgerät und ich hätte am Anfang gar nicht gedacht, dass man mit der Größe gut klarkommt. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, du hattest das auch, ne? Dass ich dir so einen gegeben habe und man sagte, ja, ist auch viel zu klein. Aber also ich habe mich da komplett gut eingefunden. Vor allen Dingen, weil der halt dicker ist. Ne? Der ist nicht so spillerig und ja, echt handlich. Ne? Den kannst du überall unterbringen. Und du hast eine Wertigkeit, finde ich, in der Hand. Ja, auf jeden Fall. Auch generell das ganze Design. Auch mit dem Druckknopf und da ist auch noch das Carveco-Logo drin. Das ist schon was sehr, sehr Schönes. Gerade bei dem Bleistift. Du musst halt auch nicht so drücken, weil einfach der Stift schon relativ schwer ist. Sag ich jetzt mal so. Ne? Ja. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr für solche hochwertigen Schreibgeräte auch was übrig habt. Wobei das ja noch in einer bezahlbaren Region ist. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe in der Sendung, aber ich habe mal ein Montblanc Meisterstück Kugelschreiber gefunden. In Münster am Domplatz, in dem Pflaster, sind ja so große Fugen, da bin ich so hergegangen und da lag der wirklich komplett in der Fuge verdeckt. Wahrscheinlich sind schon 3 Tage Autos drüber gefahren und der begleitet mich heute noch. Nächster im Bunde, made in Germany, ist die Firma Brockhaus Heuer. Und treue Zuschauer dürften sich erinnern, dass wir schon in der alten Werkstatt hier einen Heuer Front 140 montiert hatten, weil ich mir gedacht habe, ich möchte einen Schraubstock haben, aber ich möchte was Gutes haben. Und dann landest du relativ schnell auch bei den Kollegen hier. Die Ursprünge gehen in das Jahr 1864 zurück. Da hatte der Friedrich Brockhaus ein Fabrikgeschäft zur Anfertigung von Eisen- und Messingdrahtgeweben. Erst 1874 wurde auch eine Gesenkschmiede gegründet, aber der Schraubstock dauerte noch ein paar Jahre, nämlich 1925. Da hat nämlich Josef Heuer einen Schraubstock zum Patent angemeldet. Der hatte nämlich eine neuartige Prismenführung und war dadurch den bisherigen Schraubstöcken weit voraus. Und die Firma Brockhaus war damals schon eine der größten Gesenkschmieden in Deutschland, hat das Potenzial erkannt, hat dann 1927 dieses Patent gekauft und fing an, diese Schraubstöcke zu produzieren. Und das Produkt wurde aufgrund seiner Eigenschaften relativ schnell sehr erfolgreich. Heute würde man vielleicht sogar von einer Marktdisruption sprechen, denn zum einen war der Heuer Frontschraubstock komplett geschmiedet und nicht mehr gegossen. Das heißt, er war sehr haltbar und auch heute noch steht auf den Schraubstöcken garantiert unzerbrechlich drauf. Und das stimmt im Prinzip auch so, denn wenn du die überlastest, die fangen an sich zu verbiegen, aber Guss würde ja irgendwann brechen, die Dinger werden irgendwann krumm,
aber dann hast du im Prinzip den Bogen schon im wahrsten Sinne des Wortes deutlich überspannt. Aber die Frage ist ja noch, warum der Heuer-Schraubstock Heuer-Front heißt. Und das liegt daran, dass auch die klassischen Schraubstöcke zu der damaligen Zeit nicht unbedingt nach vorne geöffnet haben. Und es gab auch einen Heuer-Primus, der hat nach hinten geöffnet. Aber wenn du den jetzt auf der Werkbank hast und hast du ein großes Werkstück, dann kannst du das ja nicht richtig einspannen, wenn du nicht vor der Werkbank den lichten Raum auch nach unten hast. Ist das deutlich erklärt? Kann man das nachvollziehen, ja, die Erklärung? Also du hast ja im Prinzip jetzt bei dem die Öffnung vorne, das heißt, du bist vor der Werkbank, kannst du dann meinetwegen dein langes Rohr da einspannen. Genau. Also wenn du ein langes Rohr zur Verfügung hast oder sonstigen T-Träger oder einen Stahlträger, einfach ein Werkstück deiner Wahl. Für heutige Verhältnisse denken wir natürlich gar nicht mehr darüber nach. Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit. Damals war das aber tatsächlich eine Innovation. Der Heuer Front wurde also wirklich sehr schnell sehr erfolgreich. Aber auch im Laufe der Jahre hat man diesen Schraubstock noch weiterentwickelt. Und es gibt zum Beispiel die Eigenart, dass der spielfrei ist im Prinzip. Denn in beide Richtungen hast du sofort von der Spindel aus den Vortrieb auf die Spannbacken. Wenn ihr mal einen billigen Schraubstock nehmt, dann mag es passieren, dass ihr da so ein bisschen dreht und der bewegt sich noch gar nicht. Obwohl die Spindel kein Spiel hat, die Spindel arbeitet schon, aber hier ist das entsprechend clever umgesetzt. Aber die Kollegen haben noch weiterentwickelt, ne? Ja, die haben, also klar, das Prinzip hast du ja schon gut erklärt. Ich glaube, daran ist jetzt auch gar nicht mehr so viel auszutüfteln. Aber so ergonomisch haben die noch viel, viel gemacht. Also zum Beispiel ein, wie bei uns, ja, diesen Drehteller. Der auch Zubehör ist, ne? Ja, genau. Verlinken wir euch auch unten in der Beschreibung. Und wir haben übrigens das Modell Heuer Front 140. Aber es gibt natürlich kleinere und auch größere. Ich glaube, es gibt drei Größen. Wir haben eine mittlere davon. Dann gibt es zum Beispiel, wenn man den jetzt nicht immer halt immer auf die Werkbank haben möchte, das gibt es so eine Art Lift, so ein Klapplift, dass man den halt noch wegklappen kann, also quasi unter die Werkbank und dann halt je nach Bedarfsfall halt wieder ausklappen kann. Dann gibt es die Möglichkeit, das hatten wir nämlich bei uns früher an der Schule, dass du den halt, du kannst den halt drehen, aber wie ist es jetzt zum Beispiel, auch körpergrößentechnisch haben wir auch Unterschiede, dass man auch so einen Lift hat, dass man den auch hoch und runter fahren kann. Also wir mussten halt früher immer viel feilen, sowas, und ist natürlich schöner, wenn du ein bisschen größer bist, dass du nicht so tief bücken musst, etc. Das kannst du halt mit dem Lift ausgleichen. Und dann gab es auch so eine Art Standlift, dass eigentlich nur dieser Heuerfront für sich alleine steht, weil sonst brauchst du halt immer in einer Kombination mit einer Werkbank. Dann gibt es jetzt auch ganz neu, relativ neu Heuer Kompakt. Das ist so ein kleiner mobiler Schraubstock, also halt für die Montage. Du kannst natürlich auch mal so ein schweres Ding mitschleppen, aber manchmal reicht das ja schon, so ein kleiner Kompakter. Und ja. Eigentlich ein sehr, sehr schönes altes Produkt. Last but not least, genau. Gibt ja auch diese Spannbacken, die magnetisch sind, wobei diese waren hier mal gummiert oder hatten hier mal so einen Gummistreifen. Der hat sich irgendwie auf unerklärliche Weise aus dem Staub gemacht. Da hätten wir mal wahrscheinlich Bedarf an Neuzugängen. Da gibt's ja mehrere verschiedene. Es gibt ja genau. nicht nur diese Alubacken, sondern quasi für alles Mögliche gibt es natürlich auch mit einer Kerbe, wo du halt auch einfach mal Rundmaterial besser einspannen kannst, ohne dass du es halt wirklich zerdrückst oder eine Delle reindrückst. Ne? Genau, damit sind die halt auch schon früh angefangen, ja. mit der Herstellung. Weil die sind auch, man sieht es halt auch hier, steht auch Burghaus Heuer drauf, ist dann auch quasi aus der gleichen Charge, Firma. Ja. Also von daher ein schönes Produkt. Und ich finde auch sogar ein nachhaltiges Produkt, ne? Das auf jeden Fall. Also das, ich denke nicht, dass es. Ich glaube, das Ding wird die meisten Leute von uns überleben. Und es ist auch für das, was man bekommt, also auch so preislich, wenn man mal ein bisschen guckt, finde ich das auch gar nicht teuer. Nein. Wirklich nicht teuer. Ich hätte erst gedacht, das kostet 600-500 Euro oder so ein Ding. Ja. Aber also, habe ich gedacht als erste Schätzung, ne? Also gerade mit dem ganzen Lift. Aber so teuer ist das dann tatsächlich gar nicht. Ja, ich glaube, ich habe für den irgendwie so um 150 Euro bezahlt. Und das ist es auf jeden Fall wert. Ja. Ich habe auch schon gesehen, dass Leute ihren Heuer Front Schraubstock mal restauriert haben, der schon 30 Jahre alt ist, und den haben sie dann wieder so schön lackiert. Dieser Schriftzug, hört auch, ich zerbreche, ist auch so ein kleiner Wink an die Konkurrenz, die es ja damals vielleicht nicht richtig hingekriegt haben, weil die es einfach gegossen haben und geschmiedet haben. So was Ähnliches wie quasi früher das Made in Germany Logo war. Das war ja auch eher so als Demütigung, als Abschreckung. Ich glaube, das ist dieser Schriftzug halt heute immer noch so ein bisschen. Ja. Ich finde auch den blauen Hammerschlag. Ist cool, ne? Lack. Cool, ne? Aber ihr könnt ja mal unter das Video schreiben, was ihr so für Schraubstock-Erfahrungen oder Empfehlungen habt. Und von Oldschool gehen wir beim nächsten Kollegen mal in ein neues, relativ frisches Start-up, was aber auch made in Germany ist, nämlich Noni. Und das haben wir euch schon mal gezeigt. Das ist dieser Chairless Chair. Ein Exoskelett, also im Prinzip eine
Apparatur, die du dir anziehst und die dich dann unterstützt. Und Chalice Chair sagt ja der Name schon, du hast quasi einen Stuhl ohne Stuhl. Quasi, genau. Das heißt, du kannst laufen und bei Bedarf kannst du dich hinsetzen. Das Ganze ist entstanden aus einer Forschungsarbeit an der ETH Zürich. Das Unternehmen sitzt mittlerweile in Köln und hat sich so ein bisschen schon etabliert, laut eigenen Angaben, zum Beispiel bei Automobilherstellern in der Fertigung, wenn es wechselnde Arbeiten gibt, wo du stehst, wo du dann wieder sitzt. Aber wir haben uns sagen lassen, dass zum Beispiel auch schon der ein oder andere Hufschmied sowas hat, weil du dann einfach bequemer, rückenschonender arbeiten kannst und ja auch nicht nur sitzen musst oder eben bei Arbeiten, wo du nicht einfach einen Stuhl die ganze Zeit mit rumschleppen kannst oder hast, weil du einfach mobil sein musst. Da ist das durchaus eine Möglichkeit. Und du hast ja schon Erfahrung damit. Genau. Du bist ja hier selber in den Hof damit gestiefelt. Ne? Genau, richtig. Und das ist ja auch ein relativ spannendes Produkt. Vielleicht das und was Heuer Front auch gemacht hat mit ihrem Lift. Das ist ja, dient auch alles so ein bisschen der Ergonomie und halt die Leute halt auch zu schonen. Ne? Und das ist halt auch deren, Kernaufgabe, halt auch wirklich die Leute zu schonen. Jetzt nicht schon alte Leute, die ja halt schon irgendwelche Verletzungen haben, sei es irgendwie Knieprobleme oder Beckenprobleme, sondern einfach schon vorbeugend die Leute halt zu schützen. Und dadurch halt immer diesen Wechsel von auf und ab, also wirklich vom Stehen und halt von diesem eigentlichen Sitzen. Und auch wenn man halt sitzt, ist es halt trotzdem immer noch, dass du so viel Belastung auf den Muskeln hast, dass der Muskel nicht müde wird, sondern eher noch gestärkt wird. Also wirklich ein super Konzept so. Und das ist dann halt auch wirklich für die ganzen Automobile, bist du also eigentlich alle, ob es jetzt wirklich Porsche ist, VW, Audi, überall wird der Chalice Chair schon benutzt, um einfach da auch mehr eine gewisse Abwechslung zu schaffen, weil die ganze Zeit 8 Stunden stehen, schadet eher den Körper, als wenn du halt immer wie so Intervalle machst, von wegen irgendwie 15 Minuten sitzen, dann wieder stehen, 15 Minuten sitzen, stehen, weil das ist dann halt auf langer Sicht halt viel, viel gesünder und stärkt den Körper im Gegensatz zur einseitigen Belastung, wenn du halt nur stehst. Ne? Beziehungsweise, es ist ja nicht nur so, dass du stehst statt sitzen, sondern es gibt ja auch Arbeiten, wo du wirklich relativ tief sitzt. Ja, ja, ja. Und da musst du dich nicht nur, da stehst du nicht, sondern da bückst du dich oder musst dich hinknien. Ja, liegt daran, was du halt machst. Es kann auch sein, dass du in der Fertigung bist und einfach irgendwelche Maschinen halt zusammensetzt oder du bist halt irgendwie so, dass halt irgendwie auch deine Position wechselt, weil du irgendwas aus dem Regal abnehmen musst und dann irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht sogar bei Schmitz-Carbohol dann irgendwas und halt irgendwie die Radmutter anziehst etc. Und da hast du dann auch wieder so einen Höhenunterschied. Und da ist dann schon cooler, wenn du dann halt nicht in der Beuge bist, sondern eher so eine Hocke. Ja, Hocke ist ja auch nicht wirklich, dass du quasi sitzt und dann einfach da unten dann halt mit dem Schlagschrauber beispielsweise nicht schlagen müssen. Anziehen kannst. Ne? Ja. Und dann stehst du wieder auf und nimmst noch den nächsten Reifen. So. Genau. Und ja, das ist halt, wie gesagt, ein Startup, ist relativ klein, also mit 10 Mitarbeitern, so, aber in der Industrie halt wirklich schon sehr, sehr weit verbreitet. Für unser nächstes Unternehmen Made in Germany gehen wir in das Jahr 1960 zurück. Zu der Zeit hatte nämlich der Wilfried Bornemann das Unternehmen Prebena gegründet und Prebena steht für Pressluftbenagelung. Das Gerät, was wir hier in der Werkstatt haben, heißt PKT8RKP100 und dürfte mit den Geräten aus der Anfangszeit nicht mehr viel zu tun haben. Die Anfangszeit war allerdings auch relativ beschwerlich, weil der Herr Bornemann sich mit 5000 Mark Startkapital selbstständig gemacht hat und es ging dort auch darum, dass man Drahtstifte oder diese Nägel, die man hier verschießt, überhaupt erstmal entsprechend entwickelt und zu einer Marktreife bringt, die dann auch wirklich eine gute Qualität war und die sich auch eignete, in solchen Maschinen verarbeitet zu werden. Und zu einer Zeit, als man sich noch auf Messen bewegen konnte, war ich am Stand von Prebena und habe mir mal so ein bisschen erklären lassen, wo überhaupt hier das Know-how und das Knopfhoff liegt. Und da bin ich wirklich sprachlos gewesen, denn es geht nicht einfach darum, dass du irgendwie so ein Päckchen Nägel hast, sondern da geht es um Beschichtung, da geht es um Klebstoffe, damit die aneinander auch kleben bleiben im Magazin, damit die sich auch entsprechend lösen. Dann die ganze Zufuhrtechnik, die natürlich auch die Technik der Maschine, die neueste Gerätegeneration, funktioniert dann auch mit Akkus. Und hier ist man Bestandteil des CAS-Systems, der Cordless Alliance, von Metabo initiiert und die Akkus sind entsprechend auch kompatibel. Das heißt, wenn ihr einen Metabo Akkuschrauber am Start habt, dann könnt ihr einfach auch die Akkus auf der Baustelle wechseln. Mhm. Dürfte vielleicht den einen oder anderen Zimmerer oder Dachdecker interessieren. Auf jeden Fall. Prebena ist auf jeden Fall mittlerweile in diesem Segment auch einer der Weltmarktführer und durch die Produktion nach wie vor in Deutschland auch damit ein Kandidat für unser Special Made in Germany.
Weiter bei Made in Germany geht es in das Jahr 1867 und dort hatte Wilhelm Emil Fein sich mal den Fernsprechapparat von Graham Bell angeschaut. Der war oder gilt vielen noch als Erfinder des Telefons, obwohl auch Philipp Reis als einer der Erfinder des Telefons gelten soll. Der Herr Reis war Deutscher, der Bell war Amerikaner. Es gab damals auch erbitterte Patentstreitigkeiten, weil man auch damals wohl schon ahnte, dass die Erfindung des Fernsprechapparates sehr lukrativ werden könnte. Aber es ging natürlich damals nicht nur um das Gerät an sich, sondern natürlich, das Gerät war ja wie das Henne-Ei-Prinzip, wenn du ein Telefonapparat hattest, hattest aber kein Fernsprechnetz, dann hat dir das auch nicht viel getaugt. Gar nichts. Fein war aber damals in diesem Funkapparat oder Fernsprechapparatebau tatsächlich relativ erfolgreich. Aber Fein wäre ja bei uns nicht in der Sendung gelandet, wenn es nicht auch irgendwann um das Thema Werkzeug gegangen wäre. Und 1889 hat Fein die erste elektrische Handbohrmaschine herausgebracht. Das war natürlich damals eine absolute Sensation. 1889 kam dann noch eine elektrische Schleifmaschine dazu und dann hat sich Fein gedacht, jetzt machen wir mal eine Fabrik für Elektrospezialwerkzeuge. Und was wir heute hier sehen, ist ja zum einen ein Akkuschrauber, den gab es natürlich damals noch nicht, aber 1950 gab es dann bereits die erste Bohrmaschine in Pistolenform, so wie man das heute kennt, denn die damaligen Bohrmaschinen davor, das waren eher noch so, ja, Motor hinten im Griff, das waren Ungetüme. Die waren natürlich von der Ergonomie noch weit entfernt von dem, was wir heute haben. Aber wir haben ja auch noch hier so ein Werkzeug, und zwar ein oszillierendes Multitool oder Multimaster, wie Fein ihn nennt. Und die Anfänge von diesem Tool gehen gar nicht in den Bereich Werkstatt oder Industrie zurück, sondern in die Medizin. Denn 1967 hatte man erstmalig eine oszillierende Säge für Krankenhäuser erfunden oder rausgebracht, zum Beispiel um einen Gips zu sägen. Das ist ja, glaube ich, noch das, was auch gerade heute noch im Handwerk für Fein steht. Ne? Also immer jeder wird halt immer sofort sagen, okay, dieses Fein, dieses Multimaster-Ding. Ne? Und ist ja, Multimaster ist ja auch der Produktbegriff für das. Und das Ganze ist ja natürlich oszillierend, wo es ja auch andere Hersteller wieder gibt, die es halt auch haben. Aber keiner nennt es Multimaster, weil es Multimaster ist halt wirklich Fein. Wir haben zum Beispiel auch noch eine Fein Bohrmaschine hier in der Werkstatt, die haben wir euch schon mal gezeigt. Das ist interessanterweise ein Niedervoltgerät. Die arbeiten mit 42 Volt aus einer Ära, als es eigentlich noch keine Akkuwerkzeuge gab. Und wenn du dann zum Beispiel in Feuchträumen oder in Kesselbau oder sowas war, wo wirklich Feuchtigkeit ein Thema war und die elektrische Sicherheit gewährleistet sein musste, da hast du halt mit 42 Volt Niedervolt gearbeitet. Wenn du da ein Gewisch kriegst, da hast du wahrscheinlich nicht mal gemerkt. Mittlerweile ist aber auch der Akkutrend bei Fein eingezogen. Multimaster gibt es auch bei Fein mittlerweile als 18 Volt oder 12 Volt Version. Und natürlich auch diese schönen Akkuschrauber, die haben wir euch auch schon gezeigt. Und zwar haben die quasi vier, wie beim Auto, zumindest beim älteren Auto, Viergang-Haarschaltung. Und warum vier Gänge? Ja, weil die relativ hohe Drehzahlen dann anbieten, denn die brauchst du zum Beispiel in der Metallbearbeitung. Und Fein hat sich auch so ein bisschen etabliert in den metallverarbeiteten Branchen. Hat dort einen guten Ruf und ist nach wie vor auch Made in Germany. Das nächste Unternehmen, Made in Germany, hat einen relativ zungenbrecherischen Markennamen, zumindest für meine Begriffe. Die Kollegen heißen nämlich Atga und machen Gliedermaßstäbe oder auch bei uns Team Zollstock genannt, denn die Gliedermaßstäbe oder Zollstöcke, die wir hier als Merch haben, die sind bei Atga produziert, also auch Made in Germany. Und warum haben wir die dort produzieren lassen? Weil wir uns vorher überzeugt haben, dass die Qualität stimmt. Und ja, Herr Leser, erzählen Sie mal. Sie als Gliedermaß-Experte. Experte. Genau, aber angefangen hat das erstmal ganz mit anders. Also angefangen hat es generell grundsätzlich 1923 mit den Adolf Kampe. Und der hat vorher erstmal so Maschinenteile hergestellt, Zahnräder. 1947 ging es dann erst wirklich richtig los mit den Gliedermaßstäben. Und wir kennen das aus dem vorigen Teil ja auch schon mal. Da ging es auch um Stabiler. Und Stabiler war ja schon relativ weit vorgestellt, auch schon im 18. Jahrhundert, mit dem Patent für das ganze Federgelenk-Design. Das heißt ja, diese Gelenke, ne? Mhm. Das ist ja im Prinzip ja, der springende Punkt. Er sollte nicht springen, aber das ist hier das Knopfhoff.
bei den Zollstöcken, weil wenn du hier keine Präzision hast oder Langlebigkeit, ja, dann hast du so einen Flattermann. Das hatten wir euch ja neulich auch mal im Detail wirklich auch mit vielen anderen Zollstöcken gezeigt, was es da so Gutes gibt und auch weniger Gutes. Ja, und ist jetzt für mich auch eine Sache, du kriegst einen billigen Zollstock, da legst du 3 Euro mehr drauf und hast einen guten Zollstock und hast halt Spaß und Freude, anstatt dich immer wieder zu ärgern, ne? Stimmt. Und ich sag mal, ein Zollstock in dem Design ist natürlich unbezahlbar, sind wir uns einig, ne? Ja, und Atgar ist made in Germany. Und was mich begeistert hat, ist, ich habe mit den Kollegen auch gesprochen und habe mich erstmal aufklären lassen, wie das da alles mit der Fertigung aussieht. Und der Firmeninhaber geht tatsächlich nach wie vor selbst in die umgebenden Wälder und guckt sich dort mit den Forstwirten oder das zu schlagende Holz an. Das ist ja Buchenholz oder Rotbuche, hat sich eben bewährt für die Art von Zollstöcken. Das heißt, wirklich die ganze Produktionskette ist made in Germany und die zersägen das auch wirklich, die verarbeiten das Holz wirklich auch weiter. Es wird dort gelagert, das ist wirklich interessant. Und wenn du siehst, wie viel Massen an Holz dort umgesetzt wird, für im Prinzip nur hier so ein bisschen Holz beim Zollstock, ja, die Menge macht's, ne? Was schätzt du, wie viele Arbeitsschritte brauchen die? Also vom Wald bis... Weiß ich nicht. 9 Stück, also 9 Arbeitsschritte. Finde ich relativ überschaubar. Hätte ich jetzt auch gedacht. Erzähl mal, was denn? Also ja, klar, erstmal ist das, was du ja schon mal gesagt hast, ist erstmal diese Sichtung. Ja. Im Wald ist quasi schon der erste Schritt. Dann ist natürlich auch erstmal das Schlagen, dann das Auftrennen im Sägewerk. Und dann geht es irgendwann nochmal selber auch in der Fertigung selber drin. Das ist ähnlich so wie bei Prebena, weil die haben danach auch ihre eigenen Holzbearbeitungsmaschinen auch schon früh gebaut und entwickelt und auch selbst entwickelt, wie die dann halt auch ihren Zollstock halt oder beziehungsweise das Holz so verarbeiten, sodass man auch wie ein gescheites Endprodukt rausmachen kann. Ja, und dann geht es halt wirklich los. Ne? Dann auch wirklich mit Lackieren, ne? Das Federgelenk alles einbauen, die Endkappen da einbauen etc. Und ja, so hast du dann nach 9 Arbeitsschritten hast du dann deinen fertigen Gliedermaßstab. Das finde ich gerade auch immer interessant, wenn nämlich das Know-how und das Alleinstellungsmerkmal oder dein Wettbewerbsvorteil wirklich in solchen Sachen liegt, wo du wirklich eine eigene Maschine für bauen musst, weil sonst könnte es ja jeder, ne? Sei es hier diese passgenaue Fräsung, diese Einlässe für die Gelenkfedern. Mittlerweile sind wir wirklich auch zu Zollstoff-Experten geworden im Laufe der Zeit und man hat auch zwischenzeitlich wirklich ein Gefühl dafür bekommen, ist das gut oder schlecht. Gut oder schlecht, ne? Wie fasst sich das an, auch im Vergleich? Denn wir sagen zwar hier, haben es besser als brauchen, aber ihr erinnert euch, du weißt erst, was gut ist, wenn du weißt, was gut ist, ne? Die nächste Marke made in Germany ist Brillux. Und Brillux geht zurück in den Ursprüngen in das Jahr 1889. Da wurde nämlich durch den Herrn Wilhelm König eine Farbengroßhandlung gegründet und es dauerte rund 50 Jahre bis in das Jahr 1948. Da ist man dann in die Produktion eigener Farben und Lacke eingestiegen und es dauerte bis in die 70er Jahre. Da hat man nämlich den ältesten deutschen Farbenhersteller, die Firma Flügger, aus Hamburg übernommen. Damit hatte man Erfahrungen eingekauft, die bis in das 18. Jahrhundert zurückreichte. Und die Firma Brillux ist unweit von uns einsässig, nämlich in Münster. Und jeder, der in Münster zu Hause ist, wird Brillux kennen. Es ist interessant, wie sich dieses Unternehmen entwickelt hat, im Laufe der letzten Jahre vor allen Dingen. Denn dieser ganze Firmenkomplex hat sich nach und nach ausgebreitet. Und früher stand da auch noch mal ein Möbelmarkt oder so ein Textil- oder Tapetenmarkt und auch Kfz-Teile Großhandel. Das heißt, nach und nach hat Brillux wirklich alle anderen Unternehmen dort, ja, verdrängt wäre das falsche Wort, aber die anderen Unternehmen sind dann auch gewachsen, irgendwo in andere Industriegebiete gezogen und Brillux hat mittlerweile ein riesiges Areal dort. Aber es ist nicht nur für die Produktion, sondern vor allen Dingen auch für diese ganze Warenverteilung, die ganze Disposition. Da ist ein riesiges Lager vollautomatisiert. Mittlerweile ist Brillux auch in vielen weiteren Ländern tätig. Ja, und Herr Leser, wo kommt der Name Brillux her? Einmal Lux für Licht und Brill für brillant. Ja. Also brillantes Licht durch Farbe quasi. Durch Farbe. Und das Schöne ist, hier schließt sich der Kreis zu unserem Unternehmen, was 2004 gegründet wurde und vor einigen Jahren dieses Gebäude hier, in dem wir sind, komplett saniert hat mit Farbe von Brillux. Ne? Wir haben alle Farben, alle Wände sind in einem schönen Grau hier. Hier ist auch noch
Name von unserem Maler-Experten. Wenn wir demnächst mal wieder streichen müssen, dann müssen wir wieder zu Brillux fahren und diesen Grauton anmischen lassen. Frage an euch, wenn ihr aus dem Bereich Maler-Lackierer kommt, was ihr für Erfahrungen mit Brillux habt und welche Meinung ihr zu diesem Unternehmen habt. Auf jeden Fall ist Brillux nach wie vor Made in Germany und hat sich damit auch hier qualifiziert für unser Made in Germany Special. Und jetzt brechen wir mal eine Lanze hier für den nächsten Kollegen Made in Germany. Die meisten werden es schon erkennen, es ist von einem Hochdruckreiniger. Ich glaube, die meisten werden beim Hochdruckreiniger an den Namen Kärcher denken, könnte ich mir vorstellen, was auch so ein bisschen so ein Synonym ist. Und das auch zu Recht, denn Kärcher hat 1950 bereits den ersten Hochdruckreiniger oder den ersten Heißwasser-Hochdruckreiniger herausgebracht. Aber was viele nicht wissen, wenn sie jetzt die gelben Kärcher-Geräte sehen, dass Kärcher 1974 erst gelb wurde. Vorher waren sie nämlich blau. Und das ist ganz interessant, denn 1974 hat auch Josef Krenzle sein Unternehmen gegründet und Krenzle baut heute auch Hochdruckreiniger und die sind wiederum blau und nicht gelb. Also als Kärcher von blau nach gelb wechselte, kam Krenzle auf die Bühne. Aber wobei Krenzle anfangs eher so Armaturenbau war. Die haben ja nicht direkt gestartet mit Hochdruckreinigung, das kam erst ein paar Jahre später. Und aber trotzdem witziger Sprung. Wobei es eigentlich auch klar ist, also Hochdruckreiniger hätte ich, glaube ich, meine Produkte auch blau gemacht wegen Wasser. Ja, aber die gelben Kärcher sind natürlich auch wiederum sehr prägnant. Ja. Kärcher hat irgendwann aber auch den Sprung gemacht, dass man sich wirklich sehr auf den Reinigungssektor, also auf die Hochdruckreiniger konzentriert hat. Und mittlerweile geht das ja auch wieder so ein bisschen in die andere Richtung. Da guckt man wieder, wo man was anders auch noch anbieten kann. Bei Krenzle ging es auch erst mit dem professionellen Anwender los und mit dem Modell 1050 oder 1050, das wir auch hier in der Werkstatt haben, hatte man dann auch den privaten Anwender im Blick. Und das Charakteristische für mich beim Krenzle Hochdruckreiniger ist, dass man diesen Pumpenblock bzw. diesen Ventilblock aus Messing schön prominent und dominant sieht, während bei den Kärchern ist das eher so versteckt. Und preislich ist Krenzle auch im Einstiegssegment immer etwas teurer als Kärcher. Also du kriegst heute einen Kärcher für 100 Euro. Der ist natürlich nicht made in Germany und vielleicht auch nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. Und bei Krenzle wirst du aber für 100 oder 200 Euro noch nicht fündig. Unter anderem hatten wir auch schon in einigen Folgen eurer Top 3 Werkzeuge das Thema Hochdruckreiniger, wo ihr uns mal Kärcher oder auch Krenzle gezeigt habt. Und wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass Krenzle schon relativ beliebt ist, gerade was das Thema Dauerhaltbarkeit anbelangt. Ich kann selber davon berichten, dass wir zu Hause vor 20 Jahren schon Krenzle Hochdruckreiniger hatten. Irgendwann hat der mal nicht mehr so recht funktioniert, aber das war eine Fehlbedienung. Da war irgendwann mal so ein Ventil, saß fest. Kleine Anmerkung noch, die Krenzle Hochdruckreiniger solltest du legen. Die haben zwar auch dieses Gestell mit so Rollen dran, aber zum Betrieb sollten sie waagerecht auf dem Boden liegen. Und ich denke mal, dass das auch so ein bisschen die Ausrichtung von Krenzle ist, dass man nicht diesen absoluten Entry-Bereich bedienen möchte, wo es Hochdruckreiniger ab, was weiß ich, 60 Euro, 70 Euro gibt oder noch drunter, sondern dass man so ein gewisses Level halten möchte. Das siehst du natürlich dann auch hier, dass du hier eine Edelstahllanze hast mit so einem Edelstahlrohr. Also man kann nichts Schlechtes sagen, bis auf, dass du eben erst weißt, was gut ist, wenn du weißt, was gut ist. Wobei ja natürlich Kärcher auch Produkte hat im höherpreisigen Bereich. Es gibt ja auch die Profilinie von Kärcher. Man muss also mal gucken, was man mit was vergleicht. Aber das Thema Hochdruckreiniger werden wir euch vielleicht auch nochmal in einer späteren Folge in diesem Jahr zeigen. Denn wir haben so einige Konsorten hier angeschafft, die wir noch beprüfen und testen müssen. Aber es gibt noch was Made in Germany und das sind wir beide. Zumindest vermute ich das jetzt mal stark, dass wir in Deutschland produziert worden sind. Und da sind wir auch beim Thema, ihr kommentiert, Brockschmidt spendiert. Brockschmidt Made in Germany spendiert euch einen schönen Heuer Front von mir für euch gekauft. Und den verlosen wir unter euch. Und was sollt ihr machen? Unter dem Hashtag Made in Germany sollt ihr einfach mal schreiben, was euer Favorit hier wäre. Ob ihr auch noch weitere Vorschläge für vielleicht einen Teil 4 habt. Und da auch nochmal der Hinweis, weil immer wieder die Frage aufkommt, wo werden denn die Gewinner bekannt gegeben? Und da sage ich immer in den Baufunk 24 News in relativ unregelmäßigen, aber doch immer folgenden Abständen. Das verwechseln dann viele mit den Baufunk 24 Werkzeug-News, aber die Baufunk 24 News ist das Community-Format, wo es einfach News, Updates zum Kanal und natürlich auch die Bekanntgabe der Gewinner geben wird. Ja, und in diesem Sinne, bleibt uns treu, haut in die Tasten, macht mit und dann sehen wir uns und tschüss. Und was eben handhaben,
Weiterer Meilenstein bei Corolast. Corolast. Boah, ey. Let's go. Warum ist das alles da so nass?